Da sind wir auch schon wieder zurück und wir haben nach wie vor Besuch von Chef von Bungeltech, was eigentlich eine Konkurrenz ist, aber sie gibt uns trotzdem Forschungspunkte, wenn sie das sieht, was ihr gefällt. Bin mal gespannt. Ja, natürlich, die Forschung will sie gucken. Die will doch nur klauen und spitzeln. Hey, immerhin haben wir jetzt drei Leute, die da forschen. Okay, der erste da hier hat nicht so gut geklappt mit seinem Bettengesicht. Immerhin, die Apotheke hier, die läuft auf Hochtouren und gibt uns auch jede Menge Kohle rein. Das finde ich sehr gut. Neue Sitzgelegenheiten werden auch gut genutzt. Das finde ich sehr schön. Nutzen wir doch mal kurz die Zeit. Ich schaue mal ganz kurz verfügbare Ausbilder. Haben wir einen mit Ausdauer da? Ja, Nachwuchshausmeister. Perfekt. Sehr schön. Natürlich Ausdauertraining. Wen können wir denn alles nutzen für Ausdauer? Einen der Assistenzärzte können wir auf jeden Fall mal nehmen. Das ist eh unser Forscher. Dann die Assistenten vorne, die in der Rezeption sind, ist auch immer wichtig. Und vielleicht, Station haben wir momentan nur einen. Wir haben, soweit ich weiß, haben wir einen Ersatzpfleger für... Ach, guck mal, wir haben hier zwei Leute mit Station, habe ich gerade gar nicht gesehen. Ach, guck mal, der kann auch Station. Der ist jetzt gerade in der Apotheke aber beschäftigt. Wir können natürlich auch den Nachwuchspfleger nehmen, das ist so der Ersatz. Hauen wir mal rein. Ich hoffe, dass es nicht gleich wieder verpackt. Oh, die haben gerade Pause gemacht. Sorry. Aber das ist wichtig. Na, danke. Doch nicht in den Mülleimer. Hm, da ist doch eine Toilette. Oh. Oh, unser erster Todesfall. Das ist nicht schön. Beförderung, jawohl. Danke. Bitte verlassen Sie das Krankenhaus. Nein. Toll. Und das... Ah, gut, sie kriegt es gerade nicht mit. Vielleicht ist die Leiche bis dahin weg. Und kein Geist. Sehr gut, Gott sei Dank. Okay, der erste Tote, das ist echt schade. Auch schlecht. Die blockieren sich selbst hier. Das ist echt doof. Okay. Sieht sich die Rezeption an. Ja, obwohl sie gerade eigentlich Pausenraum war. Aber ist in Ordnung. Forschung ist gleich fertig. Sehr gut. Wir haben gleich unsere ersten 1000 Forschungspunkte. Sie geht. Ich bin gespannt, was für ein Feedback sie abgibt. So schlecht war es ja gar nicht. Schon... Was? Achtung, so ging es ein Gewitter auf. Gewitter? Okay, nicht, dass sie gleich einer vom Blitz getroffen wird. Das wäre schlecht. Weil die Dinger auf einmal anfangen zu brennen, explodieren oder whatever. Wo kam denn die eigentlich, dass die hier weggeht? Oh. Wir lehnen uns zurück, wir genießen es. Ich trinke meinen Kaffee. Oh, da kommt's. Ja, natürlich! Alter! Willst du mich verarschen? Schießt das Gebäude durch? Wow. Lol. Ernsthaft? Habt ihr es gesehen? Hier saß doch gerade einer, oder? Saß hier nicht gerade einer? Personal? Er macht gerade Pause. Gott sei Dank. Ich dachte, er hat es gerade echt erwischt. Du bist nur ein Hausmeister. Nee. Ich stelle es nicht nur mal einen ein, nur wegen dem kleinen Zwischenfall hier. Da will ich kurz warten. Nurse required in fluid analysis. Ich weiß, ja, müssen wir auch warten. Der ist gerade in Ausbildung. Forschung abgeschlossen. Belohnung DNA-Labor. Sehr cool. Wir haben ein DNA-Labor. Es wäre langsam echt. Also wir brauchen hier mal echt schon so. Alter, 50.000. Boah, ist das teuer. Okay. Krass. Was forschen wir als nächstes? Wir gehen gleich über in die Schocktherapie. Damit das auch gemacht wurde. So. Romy hat mir auch empfohlen, theoretisch könnten wir auch natürlich an die Uni gehen und dort weiter forschen. Da kriegen wir auch Kohle dafür und alles. Aber ich möchte ja im Let's Play nicht einfach alte Sachen zeigen. Deswegen Hossa. 60 Tage ohne einen Todesfall. Also es
könnte klappen. Wenn ich aber Pech habe, klicke ich jetzt hier drauf und einer stirbt. So. Wenn wir enge Beziehungen von Bangle aufbauen können, das für uns von großem Nutzen sein, Freund, und lief also nicht schlecht, hätte aber noch besser ausgehauen. Haben wir jetzt was bekommen oder nicht? Da stand jetzt nichts dran. So, sie putzt hier dann die Blitzeinschläge wieder weg, das ist sehr gut. Wieder einer geheilt, jawoll. Two Point Radio. Okay, das wird echt schnell. Hey, wir haben 180 Tage Zeit, dass wir in 90 Tagen keinen Unfall. Okay. Was heißt? Das ist echt merkwürdig, aber okay. Wieso haben wir doppelt so viel Zeit? Das macht keinen Sinn eigentlich. Aber gut. Jawohl. Sehr schön. Jetzt kommen unsere super Ausgebildeten hier. Alle mit perfekter Ausdauer. Wieder ein Ausdauertraining abgeschlossen. Sehr schön. Finde ich gut. Ich denke, das hat sich jetzt. Das lohnt sich sowas, würde ich meinen. So langsam wird es auch echt viel hier in dem Haus. Also ich werde mal das hier. Ach, das ging ja schnell. Und das können wir verkaufen, war ja eh kaputt. Frage, sind hier Leute drin? Aber wenn hier Leute drin sind, will ich es hier unten gerne abreißen. Beziehungsweise ich will es ja nicht abreißen. Ich will es ja nur verschieben. Aber beim Bearbeiten haut es sie ja raus. Was ein bisschen unpraktisch ist, aber. Guck mal hier. Ist halt eine kleine Station, ne? Wir könnten sie noch einen Tick länger machen. Oder aber auch, wir könnten sie übertreiben. Das Ganze so machen. Ich glaube, das machen wir auch. Oh, hoppla. Nanu. So wollte ich es machen. Dann können wir nämlich hier noch ein paar Betten hinstellen zusätzlich. Kriegen wir hier noch eins unter? Das sieht jetzt zwar doof aus. Warum ist das hier so hinten? Die sind alle so hinten. Jetzt passt, oder? Ich denke doch. So. Packen wir noch eine zweite Umkleidekabine hin. So ein Aktenschrank ist, glaube ich, auch nie verkehrt. Eine zweite Heizung hier hinten. Ein Süßigkeitenspender, wenn man schon reinsetzen können. Zwei Pflänzchen. Fühlen die sich auch ein bisschen wohler, würde ich meinen. Und die Hygiene sollte auch ein bisschen besser werden hier. Hinter den Vorhängen schön, ne? So. Ein paar Fensterchen. Zwei ungültige Objekte. Schön, dass die mir nicht angezeigt werden. Was denn? Oder da draußen? Oh! Ja. Okay. Packen wir mal hier hin. Können wir gleich mitnehmen. So. Perfekt. Oh, eine Heizung. Wäre nicht verkehrt, glaube ich. Dass die Leute nicht ganz so frieren hier. Doctor to research, please. So. Einen Mülleimer hier hin. Damit es keinem langweilig wird. Erstmal, so. Der muss jetzt eh eine Weile putzen hier. Viele Mitarbeiter haben Weiterbildungsplätze. Ja, das weiß ich. Maintenance announcement. Automated snack machines need restocking manually. Was ist mit dem los? Warum regt er sich so auf? Stimmung. Ist alles in Ordnung. Lohnt sich eine neue Arztpraxis? Oder
Nee, ne? Viel zu wenig los hier. Macht wenig Sinn. Zirkusproblem. Herausforderung. Sorry. Geht nicht. Oh, jetzt. Alter, ich hab eben nachgeguckt, da war nichts. Ihr verarscht mich doch. Okay, passt mal auf. Dann schieben wir mal. Nee, wir schieben das nicht. Hallo? Dieses Gebäude hätte ich. Nein. Das da hier. Das da hier. Danke. So. Ich will nicht zu eng bauen. So. Das finde ich schon wieder zu eng da hinten mit dem Telefon und alles. So ist, glaube ich, okay. Dann haben wir eine zweite. Hätten wir einen Arzt? Ja, die Forschung hätte noch einen Arzt. Oder wir nehmen hier einen. Ach du Schande, Genetik. Wir brauchen da auch noch jemanden. Okay. Hungerlaunig, das Mädchen von nebenan. Klassenclown, wollte schon immer eine Mottensammlung anfangen. Ja, warum nicht, ne? Also. Ist doch okay. So. Ist in Ordnung. Dann teilt sich das jetzt hier ein bisschen auf, hoffe ich. Oder? Oder auch nicht. Ah, doch, der geht rüber. Sehr schön. Beförderung ist in Ordnung. Bücherregal haben wir da, also ist denen schon mal nicht langweilig, was das angeht. Telefon haben wir da drüben. Das können wir auch hier hinbringen. So. Hier unten mittlerweile zwei Patienten. Das geht noch, brauchen wir also keinen zusätzlichen Angestellten. Die Forschung läuft dauerhaft, das ist gut. Noch reichen, glaube ich, auch die Toiletten. Hoffe ich. Wir könnten die Forschung jetzt auch hier hinpacken, ne? Ja, könnten wir machen. Dann könnten wir den Raum hier reinpacken. Wie lang ist denn der Raum? Warte mal, der ist. Und dann könnte man den Pausenraum vergrößern. Ah, das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Pass mal auf. Abrichten wollen wir hier nichts. Keine Ahnung, es hat gerade Geld gekostet. Einfach nur, dass ich auf Bearbeiten klick. Warum, weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so toll. Aber okay. Ich baue mal hier ein bisschen um, keine Sorge. Na. Kann ruhig so hin. Ja, das ist doch schön. So, dann ist das nämlich da. Da geht gerade ein Patient hin. Das ist jetzt doof. Aber es ist notwendig. Hallo? Nein, nicht Objekte bearbeiten, Entschuldigung. Komisch, das hat uns nichts gekostet. Das ist okay. So, das packen wir da hin. Ach, dieses blöde Telefon. Egal, wo es ist, es ist immer im Weg. Da, die Wand kann ich nicht abreißen. Dieses dämliche Telefon. Heizkörper, ich will ihn noch nur aufnehmen. Da ist schon warm genug. Hier hinten ist kalt. So. Das packen wir mal lieber hier hin. Und dann, wir könnten auch die Toiletten noch. Nee, ich lass mal die kleinen Toiletten. Nur im Notfall machen wir das. Das Zimmerchen hier wieder kleiner. Das ist auch kein Problem. So.
Passt. Dann können wir hier noch. Hier noch einen Spind rein. Können wir den, warte mal. Ah, cool, cool, cool. Ja, sehr schön. Jetzt kaufe ich was. Jetzt kaufe ich was. Es ist dringend notwendig. Wir brauchen eine Kaffeemaschine. Es geht nicht im Pausenraum ohne Kaffeemaschine. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen verantworten. Es geht einfach nicht. Und einen Kaffeetisch brauchen wir dazu natürlich dann auch. Ist ein sehr winziger Kaffeetisch, muss ich sagen. So. Wunderbar. Da fliegen überall Leute rum. Die Lykantrophie haben wir entdeckt. Das kennen wir auch noch bereits. So, jetzt müssen natürlich überall die Leute wieder hin. Da gehen Forschungsleute rein. Sehr schön. Da unten in die Station muss natürlich auch jemand rein. Ist jemand unterwegs? Die Patienten sind sogar schon da. Hallo? Alter, willst du mich verarschen? Was ist keine Pause, Mann? Ja, ich weiß, den müssen wir auch mal upgraden. Unschön. Unschön. Da fehlt der Arzt. Der gerade, glaube ich, auch Pause macht. Oder vielleicht ist auch einer unterwegs. Kann auch sein. Weiß ich jetzt gerade nicht. Was mit ihr? Ah, die macht gerade Pause. Er? Der sucht nach Arbeit und läuft rum. Die verarschen? Dann geh doch da rein, Mann. Also manche Leute sind echt komisch drauf. Der ist schon wieder am Kotzen. Der beeilt sich ganz schön. Ich überlege gerade, ob wir hier... Wo haben wir es denn? Ich weiß nicht, ob das verschwendeter Platz ist. Vielleicht hier so ins Eck. Können wir eine Runde noch durchlaufen? Ach komm. Das wird schon passen. Oh, Review für dieses Krankenhaus. 3 Stück. Krankenhaus mit bester Forschung, Arbeitgeber des Jahres und aufsteigender Stern. Wie immer wollen wir die Bestenliste angucken. Hey, endlich haben wir mal eine Heilungsrate, die besser ist als alle anderen. Heißt für mich, vielleicht sind die anderen hier nicht... Vielleicht wird es noch richtig schwer und wir haben noch einen guten Start erwischt. Personalstimmung ist 59... Boah, da... Was ist denn hier los? Zufriedenheit. Machen wir ganz kurz Pause. Warum ist hier... Warte mal. Nö, daran liegt es jetzt nicht unbedingt. Der hat eigentlich Durst 100%. Also entweder hat er schon lange keine Pause mehr gemacht, aber er hat so viel Energie. Warum holt er sich denn nichts zu trinken einfach? Sehr durstig, muss dringend aufs Klo. Ja, keine Ahnung. Ich schicke ihn jetzt in die Pause. Ist vielleicht nicht das Klügste, aber dann holen wir mal eben Ersatz. Das ist ja Käse. Sie wäre natürlich gut fürs Marketing. Haben wir aber noch nicht sowas. Jetzt stellen wir ihn mal ein als Ersatz. Ja, hoppla. So, sehr schön. Schichtwechsel. Kann jetzt auch mal was trinken. Das sollte jetzt ja auch dann... Jawohl, Durst 20%. Angenehm. Zufriedenheit sollte jetzt bald... 100%. Haben wir das geschafft? Cool! Ich würde mir trinken mal einen Hausmeister, bevor das Ding anfängt zu brennen. Hausmeister? Der ist unterwegs, sehr gut. Aber wenn das Ding schon funkt,
Ich will es nicht brennen haben hier. Oh je, Erdbebenwarnung. Ja toll. Jetzt, wo das Ding kaputt ist. Beeil dich, bevor das Ding anfängt zu implodieren. Oder zu explodieren. Man weiß ja nie. Maintenance Announcement. Farts need water. Und dahin, die wollen dahin. Oh je, ja, jetzt geht's los. Seismic activity detected. Oh je, oh je. Schocktherapie! Hey! Unser Forschungsteam hat ein neues Gerät zur Behandlung elektrisierender Patienten entwickelt. Belohnung, die Schocktherapie. Auch hier möchte ich gerne wieder kurz gucken. Die kosten nur 30.000, na immerhin etwas. Sind nicht ganz so heftig. Interessanterweise sind noch keine neuen Patienten gekommen, was es angeht. Momentan reicht echt Station Apotheke, das ist sau praktisch. Das müssen wir uns mal überlegen. Was machen wir denn? Was haben wir denn hier so? Das ist quasi allgemeine Forschung für Einnahmequellen für das Krankenhaus. Forschung 2. Besser machen können. Das wäre nicht schlecht. Das hatten wir auch noch nicht. Da würden wir quasi den bekommen. Ja, es ist immer schwer, was man forschen soll, ne? Knete erzeugen. Ausgabe 20k führt beeindruckende Forschung durch, um Knete von Medizinern zu verdienen. Ich glaube, wir nehmen mal das hier. Finde ich, glaube ich, ganz praktisch. Wird er dann besser werden? Maintenance needed in research. So, wir müssen unbedingt mehr Upgrades installieren, sonst kriegen wir den Stern nie. Momentan ist hier nicht so viel los. Also graden wir den mal ab. Und parallel nutzen wir mal die Chance, Weiterbildung. Verfügbare Teilnehmer. Wir gucken mal eben, was wir für Teilnehmer haben. Wir haben einen Assistenzpraktikant, der kann noch gar nichts. Wir haben viele Forscher, klar. Einige haben jetzt Ausdauer bekommen. Entweder wir hauen nochmal so eine Ausdauerrunde rein, oder wir bilden jetzt mal richtig weiter aus. Wir haben einen, der hat Psychiatrie. Noch haben wir es nicht gebraucht. Deswegen möchte ich ihn mal aufheben, falls wir Psychiatrie 2, 3 machen wollen bei ihm. Wo ist denn der andere? Der hier, Assistenzärztin. Sie nehmen wir. Für Allgemeinmedizin und... Oh, oh, sehr gut. Wir haben einen, der hat es schon. Oh, sehr gut. Machen wir gleich mal. Wir verlieren zwar dadurch zwei Ärzte, aber... Also, was heißt verlieren? Einer kommt aus der Forschung raus, der andere kommt... Maintenance Announcement. Welcher ist das? Der hier? Der hier, alles klar, okay. Aber momentan geht's. Wenn der Raum leer ist, ist es nicht allzu schlimm. Oh! Da ist einer! Da ist so ein Schocktyp. Hier, komm. Ab in die erste. Ach, der will jetzt da rein. Sollen wir noch einen Arzt einstellen? Oh, hier ist nicht schlecht. Behandlung. Stellen wir ein. Ich stelle dich trotzdem erstmal... Schocktherapie. Brauchen wir keine Ausbildung, Gott sei Dank. Machen wir es so. Dann kann der nämlich ja auch die Schocktherapie gleich machen. Jetzt geht ja auch noch in die Pause, echt ey. Okay, wir brauchen ein neues Zimmer. Wir haben 60.000 zur Verfügung. Wir haben 30.000, was wir da zahlen müssen. Größe 4x4. Tja, 4x4. Super. Müssen wir wieder hier unser Ersatzding packen. Oh Gott. Das muss dahin. Boah. Das ist der sogenannte Entlader. Mal klar, dass das wieder so ein Riesending ist, deswegen ist hier auch so viel Platz benötigt. Feuerlöscher. Heizung. Wir sparen ein bisschen Geld. So.
Schön mit einem Stromschild da vorne noch dran. Sehr cool. Der ist wieder am Rumzaubern hier. So, sie wird untersucht. Ich hoffe, das wird jetzt entdeckt. Notfall. Schock, schwere Not. 7 Patienten mit Stromschlag. Das müssten wir eigentlich annehmen. Im Endeffekt, wir bekommen so oder so dann dadurch Kohle. Ich weiß halt nicht, wie lange die Schocktherapie braucht. Sie muss jetzt eh hierher. Also sind gerade 3 Leute gleichzeitig reingekommen? Hat sie gerade das Ding verlassen? Ja, toll. Neue Krankheit entdeckt. Stromschlag. Das passiert, wenn man gleichzeitig ein Messer in einen Toaster und eine Gabel in eine Steckdose steckt. Genau, daran liegt's. Ich wusste es doch. Sehr cool. Wir haben zu wenig Ärzte, weil sie jetzt Pause macht. Super. Ah, sie kann Schocktherapie übernehmen. Auf was ist sie eingestellt? Das ist Forschen und Schocktherapie. Ach, alle können Schocktherapie nehmen, weil... schlecht. Eigentlich sie auch nicht. Sie hat ja keine Ausbildung, nichts. Aber wir brauchen jetzt jemanden. Ich bin gespannt. Unsere Finanzmittel gehen zu nahe. Ja, danke. Boah, guck mal. So, was passiert hier? Wir gucken zu. Wie immer. Ah, okay, er entlädt sich. Das ist fies. Hat's funktioniert? Ja, es hat funktioniert. 11.000, jawoll. Genau aus dem Grund. Jetzt spielt ab hier. Ich hoffe, die schaffen das hier zeitlich gesehen. Sind jetzt nicht wenig. Immerhin, jetzt kommt die Kohle. Das ist eine super Krankheit. Auch hier ist gut was los. Wir müssen hier einen mehr einstellen. Die Frage ist, haben wir noch Personal übrig? Ich weiß es gar nicht. Personal. Na, er wäre noch übrig. Der macht gerade Pause. Was ist er eingestellt? Er kann auch dahin gehen. Okay. Wann ist in Ordnung? So, noch geht's. Hey, der ist richtig gut im Griff hier. Befördere 3 Mitarbeiter. Können wir annehmen? Ja. Jetzt weiterbilden. Nicht jetzt. Das geht gerade schlecht. Jawohl, wieder eingeheilt. Gut. Okay, da nicht. Obwohl die keine Ausbildung hat, was das angeht. Kriegt das hin, das ist so gut. Wobei ich lieber sie da drin haben will. Ah, jetzt kommt es schief. Geht die raus? Sehr gut. Sucht nach Arbeit. So. Die Ausbildungen sind raus. Sehr gut. Die können beide ihren Job gleich machen. Wo ist die hin? Die geht in die Forschung. Er sucht nach Arbeit. Hallo? Oh! Was verabreicht denn der Typ da? Da! Monobraune! Monobraune! Nein! Ich hab drauf geklickt und hab irgendwas anderes angeklickt. So ein Case. The hospital may well be haunted. Moment. Was auch immer er macht. Pflanze gießen. Hallo? Ach, jetzt geht's. Ah, ich hasse diesen Bug. Rumi, ist das ein Bug? Dass es manchmal nicht geht, die Leute aufzuheben? Das ist echt merkwürdig. Wir brauchen noch einen Hausmeister. Wir nehmen... Oh, das ist ein super Hausmeister. Den nehmen wir gleich mal. So. Geist ist weg. Hier wird der nächste geheilt. 3 haben wir. Einer mal daneben. Noch sind wir nicht gut, was das angeht.
Jawohl, wieder ein paar geheilt. Oh. Was? Wo? Hier? Wir haben zu wenig Sitzplätze. Oh. Ach, Herr. Spackt meine Maus hier rum oder was ist los? So. Doch eigentlich genug da. Weiterbildung benötigt. Du bist unsere Forschungstante. Nee, noch nicht. Forsch erstmal das zu Ende und dann kannst du das hier dich weiterbilden lassen quasi. Vier von sieben geheilt. Sehr schön. Vielleicht schaffen wir es noch. Was ist das für einer? Mit Anzug. Okay. Geht in die Pause. Reporterbesuch. Okay, Sally Vic Blankte, Reporterin für Radio 2 Point, hat angefragt, ob es hier irgendwas Interessantes zu berichten gibt. Eigentlich nicht. Das ist eine gute Gelegenheit, die Presse ins Krankenhaus zu locken und wer weiß, vielleicht findet sie ja tatsächlich etwas, was es in die Nachrichten schaffen könnte. Sollte das Krankenhaus sie beeindrucken, wäre das sicher gut für unseren Ruf. Was meinst du? Ja, ist in Ordnung. Ach, der kommt erst in 5 Tagen. Ja, gut, okay. Oh, es wird knapp mit dem Notfall. Nein! Ha! 4-2 steht's jetzt. Mist. Someone important is arriving. Ach, die 5 Tage sind schon rum, Leute. Toll. Nurse required in fluid analysis. Geist, nicht Geist? Ja, natürlich Geist. Ah, er kommt schon. Sehr gut. Gott, die Hausmeister brauchen unbedingt Urlaub. Pause. Gut, er macht Pause, sehr gut. Jetzt reparieren wir das auch noch. Wo ist denn der andere Notfall? Ah, der will da rein und der muss es reparieren. Hör auf. Los, rein mit dir. Rein mit dir. Los. 3 Tage, das schafft er nicht mehr. Schade. Jetzt steht er auf und geht, aber es zählt leider nicht. Letzter Tag und... Ja, schade. Krieg ich auch ein Ding. Okay, 4 von 7. Krieg ich das jetzt? Manchmal verstehe ich es nicht, ob ich es krieg oder nicht. Keine Ahnung. Ja, doch, wir haben es bekommen. Alles klar, sehr gut. Ja, Erdbebenwarnung. Alles klar. Ja. Was ist das denn hier? Ich glaube, das ist dann für die DNA-Behandlung, ne? Ich bin mal gespannt, was hier gleich kommt. Für eine Behandlung. Aber ich denke mal, das wird die DNA sein. Aber, ich würde sagen, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Wir machen wieder... Wie immer eine kleine Aufnahmepause. Ich habe mir so langsam mittlerweile angewöhnt, dass wir immer 3 Folgen aufnehmen, egal was wir zocken, dass ihr einfach da draußen die Möglichkeit habt, ein bisschen in den Kommentaren zu wüten und ich vor allem dann in den nächsten Aufnahmen drauf eingehen kann auch. Hat ja keiner was davon, wenn ich jetzt hier 6, 7, 8 Folgen aufnehme und ich nie auf die Kommentare eingehen kann, weil sie zu alt sind im Endeffekt. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch nach wie vor. Wenn ja, lasst doch ein Däumchen nach oben. Lasst ein Kommentärchen nach oben. Ein Abo ist auch nicht verkehrt. Ich freue mich auf jeden Fall über alle 3 Sachen, natürlich wie immer. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.